Gut, wir können noch einmal angreifen. Das ist schön. Sind alle auf der Ziellinie? Seite fährt noch keiner los. Wieso fahren wir von C los? Ist eigentlich Flieger da? Nein. Nun, hier soll ich hinten drin stehen bleiben. Ich bin der Präsident. Habe ich nicht, aber. Vielleicht ja doch. Öffne mal das Feuer, ich fahr mal rüber auf B. Das sind meine einzig guten Schachzüge. Ja? Mit dem Trupp, ich hätte jetzt auf B rübergelegt gehabt. Kannst du wissen. Die drei hier abgeladen. Hätte vom Prinzip her nichts geändert, weil ich bin jetzt ja eh nicht rübergefahren. Und die kriegen C. Da kann man sich auch voll drauf verlassen, gell? Wehe, hier kämpft ein Russe. Wehe. Hier extra gerade 1000 Kilometer gefahren. So. Einstellen. Warten. Roland übernimmt B. Haben wir niemanden auf A? Willst du mir hier wo Eier krallen? Naja. Unter dem Meer. Ruf ich, oh yeah. Da Ruhe der Gemütlichkeit sind wir auch jederzeit bereit. Niemand da. Im Handstreich genommen. C4, die sind super am Vorrücken. Die gehen da eiskalt durch. Die kennen da nichts. Wir hören APC. Ja, die sind alle bei mir. Leute, ihr wisst schon, dass der Hauptangriff eigentlich über die C-Line erfolgt. Das hätte jeder prognostizieren können, der hier gerade mal einmal auf die Karte geguckt hat. Aber hey. Wenn ich du wäre. Der bei B4 sitzt noch, ne? Ja, gut. Das heißt, wir bleiben jetzt hier eiskalt stehen, weil das APC hier außen noch irgendwo mehr tuckert. Ich weiß nicht, ob der noch einen absetzt. Wir rücken dann von B aus vor. Und wieder einmal steht in Frage, wäre es jetzt sinnvoller gewesen, wenn ich bei O1 mit angegriffen hätte? Dann müssen wir aber sagen, wäre die B-Line weg, ne? Das müssen wir dann wissen. Ja. Wir nehmen jetzt B4, wunderbar. Wo der hin will mit seinem APC, wäre es kein Mensch. Wahrscheinlich werde ich jetzt irgendwo von hinten erschossen. Wenn die jetzt richtig geilen Move machen, greifen die jetzt gleich O2 an. Jeder führt hier seine kleine Kompanie. Die sind da drüben und ich bin hier. Ich habe hier meinen Kuishi. Wenn das mit U war, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir B4 genommen. Sind auf dem Weg. Auf nach vorne.
Wir versuchen jetzt die Kirche zu nehmen. Wenn die anderen schon ordentlich Druck auf O1 machen. War da was vorne links? Hast du den? Ja. Weiter. Weglaufen, 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 weglaufen. W4 verlieren. Scheißegal, dann renne ich jetzt Richtung O1. Und kommt von da. Fang da bei B4 wieder von vorne an. So. Steht noch ein APC, ich hör's. Frage ist jetzt, ob ich. Mal kurz ankippen. Hier nicht weg. Wenn ich hier stehe, bin ich tot. Die MP hat nicht genug Power. Bis dann kann ich es auch cappen. Ist voll witzig gewesen. Ne. Zurückgekappt. Wie der noch dran vorbeigeschlängelt hat. Draußen. Ach, komm schon! Ja, Glückwunsch. Einen auf der Flucht erschossen. Wie sieht's B-mäßig aus? Wir kriegen B3. Wir versuchen es nochmal über B4. Oh, Roland ist mein Erster. Also ganz kurzzeitig, aber wir waren mal dabei. Das liegt daran, ich habe die Punkte erobert. Mehr war es nicht. Nur für denjenigen, der sich hier surprised wundert. Wir kommen jetzt über B4. Dann geht's nochmal zur Kirche. Wir haben beide Punkte, das heißt also, ich habe gute Karten. Von beiden Seiten anzurücken. Muss nur den Punkt einnehmen. So, dann können wir uns entscheiden zwischen O1 und O2, je nachdem, wie es gerade läuft. Der gute alte Klassiker. Sich selbst überfahren. Oh Gott. Dabei wäre der wichtig gewesen, dann wären wir schneller fertig. Könnte ich jetzt schon losrennen. Wer hat denn jetzt hier schon wieder aufgegeben? Warum bin ich jetzt schon wieder alleine im Punkt?
Sehr schön. Ich komme jetzt raus, muss morgen früh raus. Ist der tot oder wie sieht's aus? Ja. Bewegungsfeuer, dann bin ich schneller. Wenn jetzt einer schon in der Kirche wäre, dann wäre das echt cool. Nehmen wir den langen Weg, außen am Spawn vorbei. Über links. Wenn er weiß, dass wir kommen, würde ich die Straße hinten abdecken. Oberst hat's gecheckt. Der will auch an der Front vorbei. Ja, keine Ahnung. Der ist auch auf den Nichts aufgetaucht, ne? Ist der Wahnsinn. Immer wieder geil. So, aber Oberst ist drin. Und könnt ihr in den Bootwagen ziehen? Also jetzt ist es zu spät. Würde zu lange dauern. Ich meine, es ist ja schön, dass wir da hinten eine Artillerieunterstützung haben, aber... Natürlich, perfekt. Also Snipern immer eine 1 mit Sternchen, ne? Immer eine 1 mit Sternchen. Campen, irgendwo warten, dass einer vorbeikommt, immer eine 1. Ja, Punkte ein immer eine 6 minus, immer eine 6 minus und am Ende nicht gebannt, wegen hat gerade so mit einer 4 minus bestanden. Ist immer unfassbar, wirklich. Brücke zielen und warten und hoffen und bangen, dass eventuell vielleicht... einer vorbeikommt. Immer wieder unfassbar, wirklich. Ja, warum gab es immer keine Sniper-Videos? Ja. Ich komme nicht dazu zu snipern, weil keiner da ist. Ja, das ist so selten, dass ich mal wirklich 4-5 Leute laufen habe sehen, dass ich hier auch was machen konnte, ne? Aber Tellerminen, Snipern, solche alle heimtückischen Sachen sind immer zur Verfügung. Kein Problem. Wir lassen uns jetzt auch komplett hier rüberlaufen. Nochmal den beschissenen Weg. Na gut, nehmen wir nochmal den beschissenen Weg. Wir wollen es jetzt komplett über B versuchen. Ach shit, ey, der hat mich wieder gesehen. Ich würde sagen, hier irgendwo muss er sein. Durch die Todeszone. Mal sehen, ob einer aufpasst. Wahrscheinlich ja. Roland schafft's in die Kirche. Wenn auch halb tot, aber er ist drin. Und B4 wird gekappt und ich bin am Arsch. Frage ist, stehen bleiben oder noch O1 ziehen? Wagen fährt. Mein B4 sollten wir jetzt wieder kriegen. Ist doch zu lange. Ja. Bringt mir alles nichts. Ich bin so oder so tot. Der wird jetzt wissen, wo ich langkomme, also. Überhaupt nicht auffällig.
Hauptposi besetzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, oh komm, ey, bleib doch stehen. Er bleibt so blöd stehen, ey. Das ist so spielentscheidend manchmal, dieses Scheiß auf die Füße gelatsche. Ja, mit Vollspeed hinterher und einfach wieder Pech gehabt. Es hätte jetzt so geil laufen können. Aber ich habe einfach kein Glück. Naja, bei den wichtigen Spielen fehlt mir einfach immer dieses Quäntchen Glück. Weil das hätte jetzt übelst gut getan. Oh, von hier aus gehen wir zu Fuß. Ja, wir hätten O1 neutral gehabt und jetzt hätten wir dann O2 bekommen, weil alle rübergezogen hätten. Ja, ich hätte da mein Ding abgezogen, hätte auf Zeit gespielt. Also ist es halt. Jetzt ist es mal knapp, jetzt habe ich mal die Chance, komme in den Punkt rein. Aber er dreht sich im richtigen Moment noch um. Ich habe gedacht, ich schaff's noch um die Ecke. Der Kategorie dumm gelaufen. So, beide Punkte können sie aber diesmal nicht verteidigen. Jetzt sind wir bei O1 dran. Zu spät, bis dahin bin ich drin. 4 Punkte. Uns. Schön gemacht. Muss ich haben. Was hier passiert, ist scheiße. Interessiert keine Sau. Ist alles vollkommen egal. Mit einem Push übermannt. Daher, wir hätten es vorher gehabt, wenn ich es nur neutral gekriegt hätte. Zählt noch! Letzter Kill! Hui. Ach Gott, das hätte mich jetzt echt geärgert, wenn wir deswegen jetzt hängen geblieben gewesen wären, aber naja. Deswegen war es eben gut. Also am Ende war es dann doch noch. Ja? Man kann halt immer nicht nur die Einzelsachen rauspicken, sondern man muss dann auch sagen, ja, war da doch nicht schlecht, dass wir die B-Line noch hatten. Naja, gut, reicht für heute.